Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli, und zwar zum Video Nummer 131. Dieses Video steht mal im Motto, ich habe mal wieder was vergessen. Und wie konnte das nur passieren? Klingt ein bisschen albern, ist aber so. Ich habe tatsächlich, ihr erinnert euch ja sicherlich, dass ich mein Stellpult gebaut habe. Ich habe alles fertig gemacht, meine ganze Elektrik ist fertig gemacht worden. Und ja, es läuft doch alles. Ne? Ich kann alles wunderbar bedienen und alles schick und alles super. Wir sehen hier im Hintergrund schon die Signale, die ich hier einblende. Ich habe zwei vergessen. Ganz einfach da hinten vor dem Tunnelportal, wo ich jetzt anfange abzunehmen, weil ich muss nämlich jetzt anfangen, alles auseinanderzubauen. Ja, weil ich die Signale vergessen habe. Ich sag mal, wie kann das eigentlich passieren, dass man alles fertig macht? Man macht Gleispläne fertig, man macht alles Mögliche fertig und baut und macht und lötet. Wie auch immer, und stellt dann irgendwann mal fest, aber ich sage wirklich mal so, irgendwann mal fest, dass da was fehlt. Ich meine, gut, die obere Strecke, die sieht man jetzt schlecht, weil man sieht ja, da hinten zwei Gleise im Portal verschwinden, hier sehen wir es ja, das habe ich noch nie benutzen können, weil da immer noch ein Stückchen Gleis fehlt, wo ich mir gar nicht so einig bin, wie ich es baue, was da mal hin soll. Das ist einfach nur, weil das die statischen Bereiche sind von mir, gerade jetzt hier, wo ich gerade das aufzeichne. Das sind, wie gesagt, die statischen Bereiche, habe ich aber auch schon 100-mal erzählt in den Videos. Und das kann man also nicht abnehmen, den Rest kann man ja alles wegbauen bei mir. Und wenn ich mal das große Modul austauschen möchte von meiner Anlage, dann kann ich mir für die Gleisanschlüsse, die da so reinführen, die wir da jetzt oben sehen, und auf der anderen Seite natürlich das Gleiche, was anderes ausdenken. Dann kann ich eben das Modul anders bauen. Aber trotzdem, unterm Strich, muss ich ja an dieser Stelle, wo ich gerade die Löcher jetzt hier gemessen und gebohrt habe oder bohre gerade, ja, Signale hin, weil die beiden Gleise treffen sich ja in dem Tunnel ein Stückchen weiter hinten. Ich habe es ja neulich mal gezeigt. Und ja, und da müssen natürlich Signale hin. Man kann ja da nicht einfach durchrauschen. Selbst wenn das hier oben eine Art Abstellgleis werden würde, muss ja ein Signal da sitzen. Geht ja gar nicht anders. Also, was habe ich gemacht? Ich habe alles aufgemacht, ich habe alles abgebaut, was natürlich jetzt auch nicht so ein Aufwand ist. Ich habe es ja extra nur so gebaut, dass man es relativ leicht, ja, abbauen kann irgendwo. Aber trotzdem müssen ja jetzt die Kabel, die ich vorlegen möchte, die müssen ja jetzt alle fein säuberlich mit der Anlage, ich kann ja nicht sagen unter der Anlage, sondern ich muss immer sagen mit der Anlage, verlegt werden. Na gut, dann bin ich erstmal auf meine Arbeitsbank, auf meine Werkbank gegangen und habe mal geschaut, was habe ich an Signalen eigentlich noch alles so Schönes liegen. Ihr habt gesehen, das ist noch so einiges. Ich habe ja auch neulich erst diese Lieferung aus China bekommen, die ich gezeigt hatte, wo einige Signale noch mal dabei gewesen sind. Aber ich habe ja auch nicht die normalen, gängigen Signale. Ich habe mich ja absichtlich damals für diese Type entschieden. Ich habe ja vorhin auch die Bilder eingebracht. Die Signale werde ich natürlich jetzt, bevor ich sie einbaue, noch nicht altern bzw. bemalen, verrosten und was da alles noch kommt, sondern ich werde sie erstmal so blank, wie sie sind, in Silberfarbe, absolut hässlich, sind wir uns alle einig, einbauen. Bleibt natürlich nicht so. Wer mich kennt, weiß, dass ich keine silberfarbenen Signale auf meiner Anlage einsetzen werde. Aber ich muss sie erstmal hinsetzen. Und jetzt probiere ich erstmal, weil den Fehler hatte ich ja auch schon mal gemacht, dass ich ein Signal eingebaut habe, habe mühevoll da alles zusammengelötet, habe mühevoll, ihr hört schon, mühevoll beim Uli alles, verlötet, verlegt und was weiß ich auch gemacht. Und dann stellst du dich hin und dann willst du deine Signale steuern und ja, nichts passiert. Es ist ein Licht ausgeblieben oder wie auch immer. Oder ich habe es auch geschafft, nachträglich schon Signale kaputt zu machen. Das habe ich ja mal in dem Video gezeigt, wo ich das Thema hatte, was ich sonst nicht zeige. Natürlich, wenn man Videos macht, macht man nicht immer jeden Fehler mit in das Video rein. Das ist ja auch verständlich, aber trotzdem zeichne ich die auf und bringe dann immer mal so ein Video, wo ich dann mal auch so diese Pleitenpeche und Pannen. Ich habe natürlich eine Wahnsinnspeche gehabt, das zeige ich euch auch in einem extra Video. Ich weiß noch nicht, wann es kommt. Ich habe jetzt erstmal noch genug Material, dass ich wahrscheinlich über dieses Jahr euch mit Videos versorgen werde. Aber Anfang nächsten Jahres werde ich noch mal so ein Video machen, wo die ganzen Pleitenpeche und Pannen, die ich hatte. Also ich hab mich da wirklich geärgert. Das war so ein Schaden, den ich auf meiner Anlage gemacht habe. Da habe ich einen ganzen Tag dran gesessen, das bald wieder wegzumachen. Und zeige ich euch aber noch ab, kein Problem. Ja, jetzt habe ich die Signale natürlich alle angelötet, alle verlötet.
Jetzt werden sie hier durch die Löcher gesteckt. Die werden natürlich immer relativ groß gemacht, weil da müssen ja die ganzen Schrumpfschläuche mit durch. Um den einen Schrumpfschlauch liegt ja, ist ja noch der Widerstand mit drinnen. Und das muss ich natürlich alles dann damit durchpuppeln. Und ja, da muss ich erst umbiegen, da muss ich erst das mit dem Widerstand durchdrücken. Dann kommen die, hier kleben übrigens gerade die Schrumpfschläuche ein bisschen aneinander, das ist auch gut so. Dann ist das immer schön zusammengefasst unter der Anlage. Und ja, wie gesagt, da muss man das immer alles so durchfummeln und machen. Und aber man kriegt es durch, wenn man die Löcher groß genug macht. Ich hatte früher immer das was heißt früher? Ich habe vor einiger Zeit die Löcher noch wesentlich kleiner gebohrt und das ist natürlich nicht so vorteilhaft, weil das bringt nicht viel. Klar hängen die Signale da jetzt so von schief nach schräg auf meiner Anlage, aber was willst du machen? Hier habe ich jetzt die, oder bin ich gerade beim Kabel verlegen, ich habe es hier unten mal geschrieben, ich habe ja so über 300 von diesen Stangen da schon verbaut auf meiner Anlage. Die gehen praktisch überall lang. Das ist natürlich der große Vorteil, wenn ich mal was nachträglich bauen muss, kann ich das dann einfach weiter verlegen, kann das dann da entlang legen und dann passt das irgendwo schon. Manche sind aber auch schon recht voll. Deswegen habe ich da im Hintergrund, sieht man so ein bisschen die weißen, das sind so diese ganz großen, die Buchbinderrücken, wo ich da ordentlich was durchkriege. Jetzt baue ich erstmal alles wieder so weit zusammen. Das ist jetzt nicht, weil ich es zusammenbauen will, sondern, und klack, jawohl, das Magnetportal dran, weil ich hier vorne das Modul anheben möchte. Und da macht es sich besser, wenn hinten schon wieder alles zu ist, dann ist man da ein bisschen, naja, da kann weniger passieren, wenn mal was passiert. Ist zwar noch nie was, aber ich mache es immer schön zu, so habe kein Problem. Und jetzt sehen wir mal die Anlage, oder beziehungsweise das Modul von unten. Und jetzt, ja, ziehe ich die Litzen, die ich da verlegt habe, die bin ich also bis hierhin schon gekommen und die dann an diese Lüsterklemmleiste, da habe ich noch welche rangeklebt, die waren ja eigentlich genau abgemessen, weil ja, normalerweise kommen keine Signale mehr dazu, außer vielleicht vorne auf dem Modul, aber das hat ja eigene Stromanschlüsse. Und aber wie gesagt, ich musste noch viermal ranmachen, weil ich die zwei Signale oben angebracht habe. Das heißt, hier gehen jetzt die Leitungen ja rot und grün jeweils zweimal drüber und die Masse, beziehungsweise in dem Fall ist ja der Pluspol, die werden sowieso alle aufeinander geschaltet, die Lüsterklemmen dafür existieren schon. Und deswegen, naja, gut, man muss es noch mit einbauen, aber das passt schon irgendwo. Es ist, wie gesagt, ein bisschen ärgerlich, aber ich glaube, das ist wohl jedem von euch auch schon mal passiert. Das Blödeste an der ganzen Geschichte, wenn ich mal sagen kann, ist, dass ich natürlich alles hier unten unter meinem Stellpult wieder einlöten muss. Das ist ja normalerweise alles fix und fertig gewesen und alles vorbereitet, so dass ich auf der Anlage alles nur noch anklemmen brauche, wenn mal irgendwas ist. Aber ich habe halt mit dem Umstand, dass ich noch Signale entdecke, die ich plötzlich einbauen muss, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Was muss ich jetzt auch noch machen? Ich muss noch eine Platine löten, wo ich dann praktisch die LEDs der Signale dimmen kann oder auch heller machen kann, so dass es alles ein bisschen zueinander passt, weil ich habe öfters mal das Problem, oder vielleicht kennt ihr das auch, man guckt in eine bestimmte LED immer rein, wenn man an einer bestimmten Stelle seiner Eisenbahn steht. Ja, also wenn ich an meinem Stellpult stehe und ich habe mich umgeguckt, da habe ich immer mal ein Signal gehabt oder ein Licht, was heller war, weil es halt mich direkt angestrahlt hat. Und deswegen dimme ich halt alles auf meiner Anlage. Da habe ich ja auch schon mal ein Video zugebracht, wo ich das aber gezeigt habe, dass wirklich alles bei mir gedimmt werden kann. Und deswegen auch jetzt hier, also vier von diesen Putties habe ich da auf der Platine verlötet, wir werden sie ja gleich sehen. Hier komme ich jetzt mit den vier Litzen, die ja von den Signalen kommen, die ich dann an der Lüsterklemme dann weitergeleitet habe, in meinen Stellpult rein. Das hat noch gepasst, ich habe noch acht Adern übrig gehabt und jetzt hier sehen wir die vier Putties nochmal. Ich hatte acht Adern über, jetzt habe ich noch vier übrig als Reserve. Also vier Sachen kann ich tatsächlich nochmal nachrüsten bei mir auf der Anlage, wenn ich wieder irgendwas vergessen habe. Aber ich glaube an Signalen müsste ich jetzt wirklich alles haben. Weichensignale, das läuft alles. Und alles, was Beleuchtung ist, was der Beleuchtungspart ist, das ist ja sowieso direkt an der Anlage gesteuert. Das habt ihr ja damals mit dem Vago-Türmchen euch angucken können bei mir. Wer es noch nicht gesehen hat, dem werde ich es oben rechts in der Ecke verlinken. Und war eine recht interessante Folge. Und ja, jetzt löte ich das an die Relais direkt an. Ihr wisst ja, ich habe es ja auch damals gesagt, hier sind ja keine Platinen verarbeitet auf dieser, unter dem Stellpult. Das ist ja alles direkt verlötet. Kommt jetzt auch noch ein Video zu, wo ich mal das komplette Stellpult zeigen will. Das habe ich ja schon mal angekündigt. Drei Folgen zum Bau habe ich ja gezeigt. Aber es kommt jetzt noch das komplette Video irgendwann. So, jetzt ist das natürlich eingebaut. Ich mache mit dem Heißkleber noch den Durchbruch, den ich vorhin geschaffen habe, schön zu, so dass man dann, dass die Kabel auch alle schön oben hängen. Das ist ja das Wichtige an der ganzen Geschichte, dass die Kabel da nicht irgendwo
ja, aufliegen, weil die, wenn ich jetzt die zuklappe, das Stellpult, dann liegt das flach auf dem Tisch auf und da sollte möglichst kein Kabel mehr drunter liegen. Ihr seht, ich habe es gerade zugeklappt. Das muss ja auf diese 2,5 cm Maximum Fläche, muss das ja zugehen und soll ja auch nicht wackeln. Wenn ich jetzt einen Knopf drücke, möchte ich ja nicht immer so einen Widerstand spüren, dass ich da das Stellpult an der Stelle verbiegt oder irgendwas. Jetzt schließe ich provisorisch erstmal das obere Modul, das Hauptmodul. Das, was ich vorhin sagte, das, was ich austauschen kann, wenn ich mal später fertig bin und möchte dann noch was anderes bauen, dann kann ich das alles mal abbauen, mache was Neues drauf und dann passt das irgendwo. Was ich jetzt als nächstes machen möchte, sind die Lampen oder die LEDs, nicht die Lampen, die LEDs von den Signalen einstellen. Und dazu mache ich das Portal, sage ich schon, mache ich das nochmal auf, damit ich die Potis drehen kann. Und jetzt sehen wir es schon im Hintergrund, das rote Signal links ist gerade heller geworden und so kann ich das fein justieren, so dass alles irgendwo, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, zusammenpasst und alles irgendwo harmoniert miteinander und ich die Signale dann entsprechend einstelle. Die sind natürlich jetzt provisorisch hingestellt. Das sieht man ja. Ich habe ja da hinten diese Klammern dran gemacht, damit die gerade oder überhaupt zu mir zeigen. Die waren ja vorher alle so ein bisschen, naja, verdreht und dann kann man das ja schlecht einstellen. Aber das kann ich ja später sowieso nochmal, wenn ich dann komplett an der Endposition stehen habe, kann ich das ja auch nochmal einstellen. Ja, aber man sieht es jetzt recht schön, wie ich damit spielen kann und wie ich das Ganze entsprechend da irgendwo vernünftig einstellen kann, irgendwo, dass das irgendwie passt, weil ja, ist eine kleine Macke von mir irgendwo. Und jetzt sehen wir nochmal einen Blick hier auf das Stellpult von hier unten drauf, die Potties, wie sie jetzt in verschiedenen Positionen stehen. Und wie gesagt, wenn die später an der endgültigen Position sind, dann kann ich das jederzeit nochmal nachjustieren. Das war's, was ich euch diese Woche nochmal zeigen wollte. Es war recht interessant für mich nochmal zu erfahren, dass man ständig irgendwas vergessen kann. Und dann würde ich sagen, ich habe hier euch nochmal 3 Videos verlinkt. Schaut euch gerne noch was an von mir. Alles andere hatte ich vorhin in der Infobox da oben reingepackt. Und dann war's das für die Woche. Ich wünsche euch erstmal eine schöne Woche. Bis nächsten Freitag, 16 Uhr, bin ich wieder für euch da. Macht's schön gut. Bis dahin, euer Uli aka Aquapainter. Tschüss.